Das Interessante ist, dass zunächst mal bis zum Ausbruch des Krieges die Ukraine eigentlich gar kein großes Thema war. Die Ukraine ist weit weg. Der Durchschnittsinder weiß wahrscheinlich nicht einmal, wo die Ukraine genau liegt. Als dann der Krieg begann, war es ein Thema in den Medien, einfach deswegen, weil die Ukraine und Indien durchaus verbündet sind und auch in der Ukraine indische Soldaten stationiert waren und auch einige tausend Studenten. Die hat man dann nach Beginn der russischen Invasion in einer groß angelegten Operation zurückgeholt nach Indien. Nachdem diese Aktion abgeschlossen war, ist in der Öffentlichkeit das Interesse an dem Ukraine-Konflikt wieder ziemlich zurückgegangen. Wenn man aber die Leute dann fragt, also ich beziehe mich jetzt auf einen kurzen Beitrag eines Kollegen, der in Indien lebt, der sagt, ja, aber wie wäre es denn, wenn jetzt die Pakistanis einfach mal in Kaschmir einmarschieren würden und das Land besetzen und sagen, ja, historisch gesehen gehört es zu uns, die Mehrzahl der Bewohner sind Muslime. Bei der Teilung des Subkontinents am Ende der Kolonialherrschaft 1947 war ganz klar festgelegt worden, dass die muslimischen Mehrheitsgebiete zu Pakistan kommen. Und aus welchen Gründen auch immer, war das im Falle Pakistans eben nicht der Fall. Ja, in dem Fall ist ja ganz klar, da müssten wir sofort uns wehren und diesen Angriff Pakistans natürlich auch militärisch zurückschlagen. Und da hoffen wir natürlich auch auf die Unterstützung der westlichen Staaten. Auf die Unterstützung Chinas können Sie nicht rechnen. Warum? Pakistan hat sich vor allem in Reaktion auch auf die russische, indisch-russische Kooperation sehr stark an China angelehnt, um hier auch ein Gegengewicht gegen den sehr großen Nachbarn Indien zu haben. Politisch hat das Ganze natürlich schon Auswirkungen in Indien. Zunächst einmal muss man auch sehen, dass in der indischen Öffentlichkeit es durchaus auch Sympathien gibt für das Vorgehen Russlands bzw. Putins, und zwar immer unter Verweis auf frühere Militäraktionen des Westens, vor allem der USA. Eine große Rolle spielt hier neben dem Irak, Syrien und Libyen natürlich vor allem auch Afghanistan. Und der Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan hat natürlich gezeigt, dass die Amerikaner auch nicht unbedingt sehr zuverlässige Bündnispartner sind, sondern, wenn es ihnen sinnvoll erscheint, recht schnell sich aus einem Konflikt zurückziehen können. Die ganzen Probleme mit dem Islamischen Staat, dem islamischen Terrorismus und so weiter sind letztlich, so ist es auch in den indischen Medien zu vernehmen, hauptsächlich auch ein Produkt der amerikanischen Politik. Man hat hier also eine durchaus kritische Sichtweise, was die amerikanische Rolle angeht. Gleichzeitig will man aber sich natürlich auch nicht in eine totale Abhängigkeit zu Russland begeben. Deswegen versucht man hier eine neutrale Position zu halten. Und das schlägt sich dann so nieder, dass man einerseits die Invasion Putins, Russlands in die Ukraine verurteilt, gleichzeitig aber dann in der UNO bei den Abstimmungen im März sich der Stimme enthält. Übrigens, interessanterweise der Nachbarstaat Pakistan ebenso. Und zu Beginn des Kriegs war der Premierminister, der damalige Imran Khan, zu Besuch in Moskau, seit über 20 Jahren wieder einmal. Also man sieht, wie hier auch Russland versucht,
diese großen Staaten in Südasien zumindest mal zu einem neutralen Verhalten, nicht zu zwingen, aber sie so weit zu bringen, durch entsprechende Angebote, Kooperationsangebote, vor allem im militärischen Bereich. Hinzu kommt natürlich noch, Indien ist von Erdölimporten abhängig und spekuliert darauf, natürlich jetzt aus Russland vermehrt billiges Öl, aber auch Gas zu erhalten. Die Handlungsoptionen Indiens in diesem Konflikt, also im Sinne einer pro-russischen oder einer anti-russischen Haltung. Diese Position Indiens wird natürlich dadurch auch bestimmt, dass Indien im Bereich des Militärsektors sehr stark von Russland abhängig ist. Bis 2015 waren 70% aller Importe von Militärgütern russischer Natur. Der Anteil ist etwas zurückgekommen. Indien versucht hier etwas zu diversifizieren, beziehungsweise auch die eigene Produktion von Rüstungsgütern hochzufahren. Dennoch haben wir im Moment immer noch einen Anteil von 50% aller Rüstungsimporte. Mit anderen Worten, hier geht es auch um die indische Sicherheit, vor allem gegenüber China, aber auch natürlich gegenüber Pakistan. Eine sofortige Kappung der militärischen Zusammenarbeit mit Russland hätte also für die Sicherheit in militärischen Kategorien gedacht natürlich desaströse, muss man sagen, Auswirkungen für die indische Armee insgesamt. Gleichzeitig aber versucht Indien im Zuge einer Art Äquidistanz die Beziehungen zum Westen nicht ganz zu vernachlässigen. Modi hat ja unter anderem auch die Bundesrepublik Deutschland kürzlich besucht. Außerdem ist es auch Teil dieser Quad-Initiative, die ja mit Japan, Australien, USA versucht, den wachsenden Einfluss Chinas und die Gebietsansprüche, die sie im südchinesischen Meer erheben, dort eben ein Gegengewicht aufzubauen. Wir sehen also, dass die Situation Indiens eher ungemütlich ist. Indien versucht eben, seine Unabhängigkeit zu wahren, indem es zu all diesen verschiedenen Ländern vielleicht nicht freundschaftliche, aber zumindest mal nicht konfliktbeladene Beziehungen unterhält, um nicht in eine totale Abhängigkeit von einem dieser Akteure zu gelangen.